Ich habe ein schlechtes Gefühl dabei. Du könntest verletzt werden. Das würde ich nicht ertragen. Ich bin vorsichtig, Ehrenwort. Und wenn ich erst reich und etabliert bin, lass ich dich holen, bestimmt. Caroline, komm weg da! Nicht überanstrengen! Ich kann dir nichts versprechen, Edward. Wenn du zu diesem Wagnis aufbrichst, kann ich dir nichts versprechen. Gib mich nicht auf, Caroline! Nicht, wenn ich dich am nötigsten habe. Versuchst du, deine Gedanken zu ordnen? Nur ein kurzer Brief nach Hause. Ich bin ihr sicher ohnehin egal. Oh, ein hartes Herz, das weicher sein sollte. Oder da weich, wo es hart sein sollte. Ja. Woher kommt das plötzliche Interesse an seinen harten Stellen, Mr. Rackham? Du wüsstest gern mehr über mich, oder? Oh, ei. Ein kleiner Hinweis vielleicht. Oder ein großer, falls du ein echter Gentleman bist. Öffne deine Hand. Oh. Wer schießt da? Vielleicht die Schiffe, die in den Hafen laufen. Ja, das ist. Ja, und herzlich willkommen hier zurück bei Aaron Talk. Assassin's Creed Black Flag. So, ich hoffe, das Game wird noch ein wenig ordentlich gut laufen, weil im Hintergrund lade ich gerade noch was runter von meinem Game. Naja, mal schauen. Hä? Okay. Wie schießt uns was? Die Royal Navy, eindeutig. So, das war's dann wohl. King George ist unsere Sperrenzchen endgültig leid. Wer ist der Grimmige? Das ist Captain Woods Rogers. Kein Mann, der mein Gesicht sehen sollte. Wir erbitten ein Parley mit den Männern, die sich selbst die Gouverneure dieser Insel nennen. Charles Vane, Ben Hornigold und Ed Thatch. Tretet vor, wenn's recht ist. Ist wegen des Pardons? Verdammt, was treibt Hornigold da? Das ist der feige Hasenfuß. Was habt ihr Männer vor? Ich bin dankbar für eure Gastfreundschaft, Captain Hornigold. Verwechselt nicht Höflichkeit mit Unterwerfung, Gouverneur. Ich bin neugierig, was ihr zu sagen habt. Doch andererseits auch sehr gut gesagt. Und um vieles ehrlicher, als ich von einem Piraten erwartet hätte. Auch ich verspreche denen Aufrichtigkeit, die mich anhören. Ihr werdet schon noch sehen, Gouverneur Rogers. Diese Schurken zeigen bald ihr wahres Gesicht. Ruhig, Commodore Chamberlain. Ich gab Captain Hornigold mein Ehrenwort, dass wir gleichberechtigt verhandeln. Das wird euch auch nicht helfen. Männer wie er sind Gift für den Ruf seiner Majestät und ein gefährliches Krebsgeschwür für die neue Welt. Der König will sie vernichtet sehen, so viel ist klar. Mhm. Das ist der Marktplatz? Zumindest das, was dem am besten kommt. Unglaublich. Nicht sauberer als ein Hundezwinger. Captain Hornigold, bitte ruft eure Männer. Hey, 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 hey. Rackham, Wayne, der Gouverneur schickt nach euch. Bringt Burgess und Cochran auch mit. Ah. Ausschwärmen, Männer, und behandelt dieses Rattenloch, als wäre es unser. Ihr kommt mal mit. Aha.
Ei? Doch der König hat sich als völlig unfähig erwiesen, das auch in die Tat umzusetzen, oder nicht? Bisher sind all seine Mühen kläglich gescheitert. Passt auf, wie ihr über seine Majestät redet, Gouverneur. Ihr seid auf seinen Wunsch. Ich habe meine Methoden, Commodore, und ich erwarte, dass ihr euch morgen hier braucht, wenn sie halten. So, der stirbt jetzt einfach so. Ende. Mist, 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 Mist. Ihr da, auseinander! Macht Platz für die Gesandten des Königs! Aus dem Weg, Bastarde! Weg da! Und unser einziges Ziel ist, mit den Herren dieser Ansiedlung zu verhandeln. Allen anderen raten wir, ihren üblichen Geschäften nachzugehen. Bewegung! Los! Kommandant Chamberlain, bitte ruf alle Händler, Steinmetze und Zimmermänner zusammen und lasst sie am Nachmittag zu mir kommen. Wir müssen diese Festung wieder instand setzen. Wir sollten die Waffen konfiszieren, Gouverneur. Machen wir diesen Piraten deutlich klar, dass... Ich will keine Feindseligkeiten heraufbeschwören, Commodore. Trotz unserer Waffen sind wir ihnen zahlenmäßig unterlegen. Die Überredungskunst ist unsere beste und schärfste Waffe. Geschwätz, Gouverneur. Wir sollten alle Schiffe versenken, die nicht des Königs Flagge tragen. Wenn nicht, nähren wir Zweifel an unserer Ernsthaftigkeit. Schweigt, Commodore! Ich bin der gottverdammte Gouverneur hier, im Dienste seiner Majestät, und ich treffe alle Entscheidungen! Ist das klar, Sir? Aye, Sir. Eure Wünsche sind klar wie Kristall. Okay. Und jetzt nicht sehen lassen. Ach, die gehen jetzt alle rein, ha? Ah, ich habe keine Dings mehr. Mist. Das sind die Karten, Commodore. Sind bereit. Gouverneur Rogers glaubt, er könne Männer aus diesen Affen machen. Ich jedoch nicht. Geht nun und erwartet meine Befehle. Okay. Ich weiß ja, wie ich hier hochkomme. Wie soll ich denn jetzt da hochkommen dann? Ich muss noch ganz schön. Männer und behandelt dieses Rattenloch, als wäre es unser. Ei, doch der König hat sich als völlig unfähig erwiesen, das auch in die Tat umzusetzen, oder nicht? Bisher sind all seine Mühen kläglich gescheitert. Passt auf, wie ihr über seine Majestät redet, Gouverneur. Ihr seid auf seinen Wunsch hier. Ich habe meine Methoden, Commodore, und ich erwarte, dass ihr euch Wort für Wort an sie haltet. Ah, ja. Ihr da, auseinander! Macht Platz für die Gesandten des Königs! Aus dem Weg, Bastarde! Weg da! Unser einziges Ziel ist, mit den Herren dieser Ansiedlung zu verhandeln. Allen anderen raten wir, ihren üblichen Geschäften nachzugehen. Bewegung! Los! Commodore Chamberlain, bitte ruft alle Händler, Steinmetze und Zimmermänner zusammen und lasst sie am Nachmittag zu mir kommen. Wir müssen diese Festung wieder instand setzen. Wir sollten die Waffen konfiszieren, Gouverneur. Machen wir diesen Piraten deutlich klar, dass mit den Abgesandten des Königs nicht zu spaßen ist.
Ich will keine Feindseligkeiten heraufbeschwören, Commodore. Trotz unserer Waffen sind wir ihnen zahlenmäßig unterlegen. Die Überredungskunst ist unsere beste und schärfste Waffe. Geschwätz, Governor. Wir sollten alle Schiffe versenken, die nicht des Königs Flagge tragen. Wenn nicht, nähren wir Zweifel an unserer Ernsthaftigkeit. Schweigt, Commodore! Ich bin der gottverdammte Gouverneur hier, im Dienste seiner Majestät, und ich treffe alle Entscheidungen. Ist das klar, Sir? Aye, Sir. Eure Wünsche sind klar wie Kristall. Neue Mission nicht sehen lassen. Ja, ich bin auch noch verdeckt. Aber sonst, keine Ahnung, wie ich sonst da hochkommen soll. Diese Karten, Kommodore, sind bereit. Governor Rogers glaubt, er könne Männer aus diesen Affen machen. Ich jedoch nicht. Geht nun und erwartet meine Befehle. Mal abwarten. Ja, jetzt müssen wir einfach mal abwarten, wo die alle dann sind und gut ist. Ach Mist, ist doch klar. So, Ford empfiehlt. Ach so. Von einem Vorsprung aus. Okay. Ja. Ich war einfach nur zu schnell unterwegs. Ich habe schon das gemacht, was sie von mir verlangt haben. Aber das Wetter passt doch perfekt dazu. Regenwetter. So. So, zack, wieder hier hoch. So. Was soll ich für machen? Ups, da. Von einem Vorsprung aus hängen und Wachen töten. Ah ne, halt, nach oben muss ich ja. Kommst du zu mir her? Erklären wir hiermit, dass falls einer der genannten Piraten sich am oder vor dem 5. September im Jahre des Herrn 1718 einem der obersten Staatssekretäre von Großbritannien oder Irland ergibt oder einem Gouverneur oder Vizegouverneur auf einer unserer Amtslandungen in Übersee jeglichen oder jegliche Piraten der oder die sich auf diese zuvor beschriebene Weise ergeben, erwartet unser großherziges Pardon für seine oder ihre Akte der Piraterie, die vor dem 5. Januar des folgenden Jahres begangen wurden. Und wir befehlen und weisen alle unsere Admiräle, Kapitäne und Offiziere zur See an, sowie all unsere Gouverneure und Kommandeure unserer Fort, Burgen und andere Orte in unseren Plantagengebieten und all unsere zivilen und militärischen Offiziere, derjenigen Piraten habhaft zu werden, die sich weigern, sich wie beschrieben selbst zu stellen und zu ergeben. Ja.
war jetzt nicht so geplant, aber naja, was soll's. So. Genau, komm hierher. Genau, fall nach unten. Sehr gut. So, geklaut. Okay. Ich hoffe, ihr wählt den rechten Kurs, Gentlemen. Und akzeptiert die Begnadigung, sobald ihr mit euch im Reinen seid. Denn bis es soweit ist, dürft ihr allesamt Nassau nicht verlassen. Es tut mir sehr leid. Doch im Vergleich zu einer Anklage ist das Pardon eure beste Chance. Der Gouverneur drückt sich viel zu freundlich aus. Verbreitet dieses. Akzeptiert des Königs Schutz. Sonst schleifen wir die Stadt bis auf die Grundmauern und brechen euch eure Hälse. Frieden, Commodore Chamberlain. Wir sind Gesandte, keine Scharfrichter. Noch nicht. Ah ja. Oh, vielen Dank, Sir. Gott segne euch. Ich sehe dies als Wink des Schicksals, Männer. Wir sollten das Pardon annehmen und retten, was uns an Würde geblieben ist. Ich hänge lieber, als mich diesem Hampelmann zu ergeben. Geh zum Arzt, Wayne. Wir hatten eine seltene Gelegenheit, eine Chance, aus etwas Gemeinem eine Regierung zu formen, getragen von Männern mit Visionen. Und in nur 2 Jahren setzten wir sie auf Grund. Diesen Fehler mache ich nicht nochmal. Er sagt die Wahrheit. Und ihr Welpen ertragt sie nicht? Adieu, ihr versoffenen Achterdeckbauern. Wir sehen uns am Galgen. Ihr seid tote Männer! Bastarde! Ich brauche einen Schnaps. Ja. Keine Ahnung, wie ich dann das mache. Alarmglocke sabotieren? Naja, okay, ist egal. Wir haben es auf jeden Fall geschafft. So. Schnell nochmal runter. Wir müssen jetzt wohin? Klar, abhauen und zur Taverne. Ja, soweit habe ich ja hier alles erkundet gehabt. So. Ja, den Weg kenne ich. So. So, sind nämlich gleich bei der Kneipe angekommen. So, wunderschön. Ging doch ruckzuck. Seht sie an, die Verräter. Es macht mich ganz krank, wie lange ich Hornigold und seine selbstgerechte Art hingenommen habe. Wahrhaftig, ihr seid ein Mann mit Prinzipien, Captain Hornigold. Ein Mann, dem ich meine besten Ideen anvertrauen kann. Glaube und wir überleben das, Charles, mit Würde und Stolz. Das ist Selbstvertrauen. Hast du einen Plan, von dem ich wissen sollte? Nassau ist vorbei, das ist wohl klar. Ich sage, wir laufen heute Nacht aus und treffen uns bei mir. Na gut, was hast du vor? Die Briten brachten ihre Vorräte an Land, stimmt's? Wenn wir etwas Pulver und Kiefernpech stehlen, bauen wir ein Feuerschiff, schicken es direkt in die Blockade und sprengen sie in Stücke. Ei. Nehmen wir Rackhams Schiff. Er ist eh kein guter Captain. Mein Gewissen ist rein. Gut.
Während du das Pulver besorgst, beschaffe ich das Kiefernpech. Okay. Nimm mir sein Schiff. Genau. Dann besorgen wir erstmal den Rest da unten. Okay, Sperrgebiet also. Hey, where do you think you're going? He's over there. Naja, so geht's auch. So. So. Oh, weggeflogen. Okay. So, Munition aufnehmen. Zack. Erwischt. Okay, das erste haben wir schon mal gestohlen. Gehen wir in die andere Richtung wieder raus. Ist besser. Ja, nur das hier. Das, was uns schon angezeigt wird, das da. Oh ja, ich nehme ein paar Soldaten mit. Kommt mal. Na. Oh, das hing gerade hier. Oh. Das ist jetzt gerade nicht sehr gut, dass das Game hängt. Okay, wir sehen uns dann gleich wieder, falls es, ja, ich wieder hinkriege. Also, bis gleich. Oh, okay. Ui. Der hat jetzt gerade ganz schön doll gehangen. Ich wollte gerade ausmachen. Interloper, raise the alarm! Shit! Alarm! 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 Help me, damn it! I have a clear shot! Keiner schlägt die Alarm. What's that in the thicket? Hey! Hey, get out here, Schrubber! Schnell. Puh. Okay, die gehen da hoch. Gut. So, ich kann schon mal stehlen. Oh, puh. Keine Ahnung, warum das jetzt gerade so ruckelt. Also am Download kann es nicht liegen, weil der begrenzt ist. So, Munition. Na los, komm. Okay. Dann gehen wir schon mal zum nächsten Punkt. Ihr wisst, was zu tun ist. Auf den Meeresgrund mit dir! So. Ah.
Naja, so einfach geht's. So, jetzt aber. Du hast mir gerade in den Rücken geschossen. Oh Mist. Oh. So. Erstmal nachladen. Also diese Mini-Ruckler sind gerade, oder naja, großen Ruckler. Ne, sind gerade ein wenig sehr nervig, muss ich ja zugeben. Rauchbomben. Ist gut. Ich muss ja doch mal plündern, damit ich wenigstens ein paar Bomben bekomme oder sonst irgendwas Zeug. Berserkerpfeile, Betäubungspfeile. Nein. Ah, Berserkerpfeile, zwei Stück. Was haben wir denn? Zwei Betäubung, zwei Berserker. Okay. Tier. Können wir ruhig mal ein bisschen mehr zurückgeben. Kugeln, Kugeln. Kugeln, ach Mist. Ich glaube, meine Soldaten dahin haben es nicht überlebt. Die vier. Naja, was soll's. Nö, sieht man keinen. Okay. Ne, wir gehen jetzt hier mal nicht durchs Gebiet durch. Sondern holen dann den letzten da hinten. Oh, schon. Irgendwas hat das Spiel gerade gegen mich. Ich laufe mal etwas gemütlicher. Na, es geht. Och nee. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, es war klar, dass da oben einer ist. Okay. Dankeschön. Noreales. Ach, Kinder. Berserker mehr. Nur noch eine Schlafpatrone. Schnell noch hier rüber. Wo ist er denn? Sehr schön. Fürs Gewehr. Nochmal nachladen schnell. Okay.
Ja, du bist jetzt gleich der Nächste. Achtung. Anlegen, zielen und Feuer. Jetzt brauche ich keine Kanone mehr. Jetzt kann Papa noch mal schnell hier klauen. Oh, hat der da einen Dolch? Okay. Stehen wir den Rest. So sieht's aus. Wunderschön. So. Jo. Glasrohre gegen Wachen eingesetzt. Aha, ich hatte keine mehr. Naja, egal. So, jetzt heißt es zurück. Und ein Kanonenboot bauen. Puh, gerade so. Na gut, rennen wir mal zurück. So. Bestimmt zur Taverne. Nee. Okay. Wie klauen. Achso, das Fischten. Na los, Jungs, ihr teudelt. Dieses verfluchte Hanf. Lieutenant. Psst. Hi, Sir. Richtet einen Aufruhr. Seine Befehle lauten, jedes verdammte Piratenschiff im Hafen zu versenken. Heute Nacht. Gegen die Wünsche des Gouverneurs? Das ist ein direkter Befehl, Soldat. Geht auf der gestrandeten Galeone in Stellung und wartet auf die Befehle des Kommodors. Ist das klar? Hi, Sir. Der hinterhältige Bastard. Man sollte dem Kommodor die Kehle aufschlitzen, bevor er den Befehl erteilt. Denkst du das? Sonst treiben wir bald tot im Wasser. Na gut, ich töte ihn. Ihr seid des Wahnsinns. Ich will nichts mit dem Mord am Kommodore zu tun haben. Er ist ein Mann des Königs. Wir dürfen nichts riskieren. Na los, ich werde auf dich warten. Okay. So, sorry nochmal wegen der Unterbrechung, die wir gerade hatten. War gerade natürlich beschissen. Sir, wir haben Informationen für den Commodore. Es ist sehr dringend. Weiter! Viel böses Blut zwischen den beiden Rogers und Chamberlain. Wo ist das Problem? Der Commodore hält nicht viel von Zivilisten, glaube ich. Und es geht das Gerücht um, dass Rogers eine Art Jakobiner ist. Oder schlimmer noch, katholisch. Da kann ich mir Schlimmeres vorstellen. Ruf die beiden Männer zu uns. Mist. Mist, 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 Mist. Mist, 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 Mist. Right, let's see what you're in my sight, sweetheart. Ich hörte, wie der Kommodore über Rogers schimpfte, ihn Heiden nannte und sonstige Dinge. Warum streiten die beiden denn so? Nein, 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 nein! Ach, Mist! Also, ich muss mich nochmal entschuldigen. Für den Abbruch der Aufnahme. Aber es ging halt leider nicht anders. Irgendwas hat sich da bei mir verabschiedet. Und, naja, was soll ich machen? Halt, hier! Sir, wir haben Informationen für den Commodore. Es ist sehr dringend. Weiter! Viel böses Blut zwischen den beiden Rogers und Chamberlain. Wo ist das Problem? Der Commodore hält nicht viel von Zivilisten, glaube ich. Und es geht das Gerücht um, dass Rogers eine Art Jakobiner ist. Oder schlimmer noch, katholisch.
So. Da kann ich mir Schlimmeres vorstellen. Ruf die beiden Männer, Thorn. Okay, ich muss doch noch mal über die Dächer einfach gehen. Oh, ernsthaft? Du dumme, blöde Drecksau. Immer wieder auf derselben Seite rausspringen. Kannst du dich einfach sein lassen? Kollege. So. Bin ich wenigstens getarnt? Über Rogers schimpfte, ihn Heiden nannte und sonstige Dinge. Warum streiten die beiden denn so? Still, Mann. Du Ach, nein. Du kannst den Zorn des Gouverneurs auf dich ziehen. Er ist irgendwie komisch. Na, ich habe eigentlich viel mehr Angst vor dem Kommodore. Sehr ernster Mann. Kein bisschen Humor. Oh, ernsthaft, der verfolgt mich immer noch? Boah, ist das anstrengend. Ach nee. So. Stop, I want to talk to you. Geht in Position und bereitet euch auf die Befehle des Commodore vor. Aye, Sir. Oh, weit genug entfernt von denen. Okay. Tun wir halt jetzt den endlich töten. So, wie soll ich den denn überhaupt am besten töten? Steht jetzt irgendwas drin? Mit einem Luftattentat töten. Okay. Denkt an unsere Mission, Männer. Wir versenken jedes Dunkel auf dem Piratenschiff, das im nördlichen Hafen ankert. Kann ich das Schiff haben? Wer an der Ehrbarkeit dieses Auftrags zweifelt oder wem meine Missachtung der Befehle des Governors Unbehagen bereitet, der kann man sich gerne verlassen und an Land nehmen. You won't shake us so simply. Na. Mist. Get back here, you deaf idiot. So. Ach Mist, da kommt der nächste schon zu uns wieder. Na los, renne! Puh. Erstmal weg von denen.
So. Genau da lang. So. Hier entlang. So. Okay. Na? To rights. Okay. Nee, halt. Da entlang. Keine Ahnung, wie ich Wurfmesser bekomme. Davon hätte ich gerne noch ein paar. Aber naja, was soll's. Okay, warten wir ab. Der Gouverneur versprach Straffreiheit, Kommodore. Bedeutet das Wort eines Mannes denn gar nichts mehr? Hat die Syphilis dich benebelt? Wozu einen solchen Abschaum beschützen? Ihr seid Parasiten und lebt von der Arbeit ehrlicher Männer. Genau wie King George, was das angeht. Zeig Respekt, Bauer. Du magst mich zwar töten, doch damit hast du deine Lage kein Deut verbessert. Gibt es einen Grund, weiterzureden? Wenn dieser Heide nicht wäre, Governor Rogers, ich hätte dich am eigenen Mast aufgeknüpft. Wurm. Euch alle. Oh. Oh. Ja, das war's wohl. So. Get a hold of that man! Stand still. Keep pace till he Ready tires. To take the shot. You go back. Ihr könnt einen perfekten Schuss haben, aber haha, ich bin weg. Außer Reichweite geschwommen. Sehr schön. Schade, das Schiff hätte ich auch noch gerne. Gebe ich ja ehrlich zu. So ein großes Schiff. Ja, ja. So, jetzt müssen wir ganz fix zu unseren Männern hin. Damit wir die Blockade durchbrechen und uns davon machen. Wir wollen ja noch regelrecht ein Schiff anzünden von uns. Man sah euch letztes. Ich? Ich bin nicht mal Seemann! Du bist doch Miss Sugar! Ja, tot. Du hast mir den Hals gerettet, Captain. Ich danke dir von Herzen. Zwei Crewmitglieder. Aha, da oben ist ein Kurier. Kein Problem, den Kurier hole ich mir. Dieser Mann!
Er ist Pirat! Er ist der Pirat! Ja, natürlich bin ich Pirat. Dich hole ich mir ja auch. Das ist Kenway, der Pirat, der Piratenkapitän. Danke schön. Oh, 10 Berserker, 10 Schlaf. Yeah. Da haben wir gleich alles voll gemacht. Cool. So ein Kurier hätte ich noch öfters. Dann, wenn ich so brauche, als wenn ich das Zeug brauche. So. 5 Mann umgebracht. Boah, wie weit müssen wir denn noch rennen? Meine Fresse, ist das weit. Ah, dahin, hä? Jo, sehr schön. Er weiß, dass sein Schiff gleich abgefackelt wird, bestimmt. Der Commodore ist tot, alle bereit? Beinahe. Wir haben ein Problem mit der Galeone und ein paar Dutzend Pech und Schwefel. Willst du Rauchzeichen geben, du Laus? Du sitzt auf genug Schwarzpulver, um New Providence von den Klippen zu sprengen. Lass mich los, Mann. Ist schon recht. Ich wollte sagen, ein Trupp Rotröcke hat unsere Galeone besetzt. Wir müssen sie ausschalten, um mit ihren Kanonen die Blockade zu brechen. Ah ja. Okay. Paar Rotröcke platt machen. Tja, was soll's. Eigentlich hätten wir ja das große Schiff nehmen können. Wir haben sie jetzt platt gemacht, das Schiff wenden und dann bam, bam, bam. Aber naja. Okay, braucht ein bisschen lange. Der Ladebildschirm. Ihres Bootes, um eine Manöverfähigkeit zu verbessern. Achso. Wirstmäßig speichern. Bleib beim Feuerschiff, Captain. Es darf nicht sinken. Okay. Feinde patrouillieren in diesen Gewässern, Captain. Hm. Aber wie komme ich hier aufs Schiff? Die Hunde haben was gemerkt. Lass die Hunde los! Okay. Wir präsentieren uns und wir lassen sie dafür bezahlen. Lad alles für die Leute feuern, Sir. Feuer! Feuer! Da! Auf dein Zeichen, Captain! Feuer! Na, nur ein gut platzierter Schuss. Nachladen! Der nächste trifft! Feuer! Bereit zu feiern! Ja, einfach könnten Sie laden! Feuer! Feuer! Sie stehen am Tor zur Hölle! So. Bleib beim Feuerschiff, Captain. Es darf nicht sinken. Waffen und Trimmen! Reinholen und aufgehen! Ja, das wird gerade schwierig, bei den Schiff zu bleiben. Dort drüben treibt ein Manzer! Ja, ich mache schon so schnell wie ich kann. Das Feuerschiff darf nicht sinken. Es ist unser Ass. Ich beeile mich ja schon so schnell wie ich kann. Feuer! Dort ist die Kommandeur! Geht gleich runter! Bereit zu schießen, Captain! Na, Mist. Bereit zu feuern, Sir. Schick
hier und sie Feuer! Bringen. Ein Wrack mehr! Leichtes Spiel für uns, Captain. Feuer! Sie präsentieren sich! Sie stehen am Tor zur Hölle! Greift die Top und Brand! Da sind sie am empfindlichsten! So. Alle Segel reffen! Gib mir etwas Fahrt! Segel setzen! Okay, und weiter geht's. Na? Das Feuerschiff explodiert bald. Pass auf, Captain! Ja, ich passe doch schon auf. Segel setzen! Bewegung! Wir sind durch. Nun weg von der Flotte und wir haben's geschafft. Alle mal auf Position! Segel reffen raus aus der Böe! Setzt jeden Zoll Segel! Oh. Ihr Feind hat Verstärkung dabei, Captain! Ja, 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 ja. Ganz von allein. Das ist noch nicht vorbei. Wir gucken eine Menge Blei, aber stehen neu aufbauen! Feuer! Hinter mir sind jede Schützen zusammen! Feuer! Da ist sie am schwächsten, Captain! Seht ihr die Hölle, Jörg! So. Zwei Schiffe haben wir dann. Ja, zwei Schiffe auf jeden Fall. Wir können unser Schiff gleich mal reparieren. Na los, komm. So. So, stirb! So, weiter geht's. Na gut. Ich muss nur noch hier nach oben. So, warum man da sonst nicht hochspringt, ist komisch, aber naja, was soll's. Spar dir den Atem und blute. Okay, haben wir das schon mal geschafft. Wer feuert denn da immer so komisch? Das geht doch gar nicht. Da ist nichts. Das auf uns feuern kann. So, erstmal Jack Doyle reparieren. Das ist natürlich beschissen, nur Rum und Zucker. Bereit zu schießen, Sir! Konzentrier dich auf Ruder! Beeilen uns schon, Sir! Gleich sind wir fertig! Feuer! 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 Feu
Nein, 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 nein. Wir hauen ja schon ab. Ja, gegen so viele kann ich einfach nichts ausrichten. Es ist halt so. Wir müssen abhauen. So ein Gemetzel. Brennt, ihr Bastarde! Ja! Schiebt euch euer Pardon wohin, Governor! Tanzen herum, als hätten sie Beute gemacht. Ja, ja, wir haben Nassau verloren. Was soll's? Ah, mit Hilfe von Fässern versenken, ja klar. Wie soll ich das denn schaffen? Naja, egal. Das haben wir hinter uns. Ja, ich glaube, ich muss gleich mal gucken, was irgendwas ist. Warum diese Ruckler aufgetreten sind. Weil das Spiel ist auch einfach mal mittendrin ja abgestürzt. Das heißt, wir werden gleich eine Pause einlegen. Um zu schauen, was war. Ahoi, Kid. Hast was verpasst. Ei. Schade, das mit Nassau. Und Blackbeards feiger Abgang. Oh, wir kümmern uns um Thatch. Wayne ist zu ihm gefahren und ich fahre bald hinterher. Mehr ist nicht übrig von deiner versuchten Demokratie? Ei. Wir tun hier, was wir wollen und wir lassen uns Zeit dabei. Meine Güte, Edward. Lockt dich denn nur noch der Gestank von Reichtum aus der Reserve? Was ist denn in dich gefahren? Wirklichkeit, Freund. Wirklichkeit. Pass auf, dass er dich nicht zum Trinker macht, die versoffene Ratte. Hey! Ich lebe schon länger als die meisten, die diesen Weg gingen. Okay. Okay. Stimmt, das ist unsere Hütte. Wir können ja mal da mal auch mal was investieren in unsere Hütte. Die wir uns, naja, angeeignet haben. Hatten wir hier nicht schon was gesammelt? Ne, das war's, hä? Zwei Schlüssel bisher. Okay, gut. Da war's. Fühlt sich noch nicht wie ein Zuhause an. Ich weiß. Deswegen gucken wir ja, was wir hier machen können. Oh. Achso, eine Renovierung? Irgendwie ist es noch nicht ganz fertig. Okay, und 18.000 Herrenhaus, Turm und Garten. Okay, ja, das müssen, 18.000 müssen wir noch ablehnen. Haben wir nicht. Kriegen wir auch im Moment nicht rein. Na gut. Sozusagen ist das Haus jetzt renoviert von außen. Angehübscht gemalt. Na gut, wie versprochen, oder wie angekündigt, wir werden erstmal kurz gleich eine Pause einlegen. Ich werde gucken, was los ist mit dem PC. Keine Ahnung, warum der so extrem geruckelt hat. Und ja, wir sehen uns dann erstmal beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Abend und erstmal alles Gute und ciao, ciao euch.